Eine Schnittstelle ist aus meiner Sicht das, wo verschiedene Sachen zusammenkommen, also beispielsweise Parteien mit außerparlamentarischen Bewegungen, beispielsweise Leute, die sich vorwiegend im Internet bewegen, auf der Straße bei einer Demonstration. Wir finden aber solche Schnittstellen bei Bündnistreffen. Wir finden solche Schnittstellen, wenn es beispielsweise darum ging, das Zugangserschwerungsgesetz, also Netzsperren, zu verhindern. Da gab es zunächst viele Online-Aktivitäten und dann sind die Menschen auch in den Petitionsausschuss gekommen und da hat sich dann die Internetwelt mit der realen Welt getroffen. Linke Journalisten brauchen Medienakademien. Ich glaube im Übrigen aber auch, dass nicht linke Journalisten Medienakademien brauchen, weil zum Teil die Qualität von Journalismus doch sehr gelitten hat. Und insofern sind Bildungsangebote, egal ob für linke Journalisten oder sich als nicht links bezeichnende Journalisten, eine Notwendigkeit sind. Na, erstens trifft man ganz viele tolle Leute. Zweitens kann man unglaublich viel lernen. Und drittens ist die Lima eine Schnittstelle. Ich erwarte von linkem Journalismus, dass er vernünftig recherchiert, dass er vernünftig gewichtet, dass er andere Meinungen zulässt und sie dann mit überzeugenden Argumenten zurückweist. Also im Bett sitzen tue ich am liebsten mit meinem iPad.